Wenn du sehen willst, wie so ein Widerstandsbandtraining zu Hause in den eigenen vier Wänden aussehen kann, dann siehst du rein. Viel Spaß mit dem Video. Moin, ihr Lieben, und willkommen zum neuen Video. Eine Sache vorab, fettes Shoutout, fetten Dank und fette Inspiration an Pascal, der schon ein Video zu diesem Thema gemacht hat und die Übung an sich erklärt hat, und zu kraftkörper.com, die den Trainingsplan zur Verfügung gestellt haben. Ich wollte jetzt aber mal zeigen, wie so ein Training dann in den eigenen vier Wänden wirklich aussehen kann, weil man hat ja in den eigenen vier Wänden ein bisschen beschränkte Möglichkeiten, was so Befestigungen betrifft. Es geht um das Training mit diesen Widerstandsbändern. Rot habe ich, schwarz und lila. Das sollte für mich erstmal reichen, denke ich. Und jetzt muss man natürlich immer gucken, wo macht man die Dinger fest. Und deswegen dachte ich mir, mache ich auch einfach mal so ein Video davon. Zusätzlich werde ich gleich mal den Plan zeigen, wie der so aussieht. Und werde ihn euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Damit könnt ihr euch die Planung, die Tabelle dafür einfach runterladen. Ist kostenlos, mega, mega nice. Das Ganze ist der Plan von Kraftkörper. Ist eine Google Drive bzw. Google Tabellendatei. Könnt ihr einfach über den Link, den ich euch in die Videobeschreibung gepackt habe, draufklicken, euch kopieren und dann für euch selber ausfüllen und nutzen. Es fängt an mit Push 1, das habe ich schon vorgestern gemacht. Pull 1 ist heute dran. Ihr seht es, die Übungen, die man machen soll, sind dort verlinkt. Hier drüben stehen dann typisch, wie man das eben so hat, 3 Sätze, 6 bis 30 Reps, ja, also das Volumen, was man dann machen soll. Hier könnt ihr das Band eintragen, was ihr benutzt. Ihr seht, ich habe da schon ein bisschen mehr gemacht. Also ich nehme das gerade quasi nach dem Workout auf. Was da ganz geil ist, man klickt hier einfach drauf, hat dann noch einen Link zu dem YouTube-Video, öffnet sich direkt und dann ist man hier direkt in dem Video an der entsprechenden Stelle. Wenn euch die Erklärungen aus den jeweiligen Videos nicht reichen, ich habe euch auch noch das Video von Pascal unten verlinkt. Dort könnt ihr dann noch genauer oder noch eine andere Ausführung euch anschauen. Und Pascals Video verlinke ich auch. Falls ihr mit meiner Ausführung nicht sicher seid, macht der Dude mit der Cappy da was eigentlich richtig oder nicht, dann könnt ihr auf jeden Fall bei Pascal noch reinsteppen. Ich habe schon angefangen, filme aber jetzt das Intro, deswegen bin ich schon so ein bisschen aus der Puste. Wir fangen an mit Romanian Deadlifts, also Banded Romanian Deadlifts. Die zeige ich euch jetzt und dann geht's weiter. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I should suffer come, what for? Train in the trees, please walk my sycamore. Touch burning sands, cross lands and stormy shore, shore seasons in the year, yeah. Ain't no channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here, switch gears. With you be haters in the rear. At the blood, sweat and tears and my goal so near. I see my victory so clear. Yo, Banded Romanian Deadlifts habe ich jetzt, also stehen drin, 3 Sätze mit 6 bis 30 Wiederholungen. Ich glaube, ich habe jetzt so 5, 6 Sätze gemacht mit 20 Wiederholungen. Wollte mich erstmal so ein bisschen in die Bewegung reinfinden. Die ersten Sätze sahen noch katastrophal aus von der Bewegung her. Deswegen habe ich halt ein paar mehr Sätze gemacht. Bin jetzt damit eigentlich ganz zufrieden. Merke es auch gut in der Oberschenkelrückseite. Jetzt geht's weiter mit Rudern. Ich hoffe, dass der Türgriff hier hält. Das ist jetzt, glaube ich, zum Rudern eigentlich so die beste Möglichkeit. Ich will das so ein bisschen auf, ja, ich sag mal, irgendwo so um und bei Hüftbeckenhöhe haben, um dann auch da in die Richtung halt zu ziehen. Ich denke, das sollte halten. Das sieht mir stabil genug aus. Okay, stabil. So, gerudert haben wir jetzt auch. Jetzt kommen Leg Curls, also den Beinbeuger wollen wir jetzt trainieren und zwar liegend. Wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Dafür werde ich auch wieder das Band am Bettpfosten festmachen. But that's not by speculation. But the position that I got, I climb too high to fall, way too hard to drop. Stop clocks on the speed bag. Every yell under pressure, no jet lag. This is greater than trophies and saluted. So, nach den Leg Curls, nach dem Beinbeuger, den wir jetzt trainiert haben, ich kann den übrigens, ich kann meine Beine kaum noch heben. Also es ist richtig, Alter, so ein Pump.
einarmiges Ruder. Das machen wir auch wieder da hinten am Türgriff, weil das auch wieder so relativ auf einer angemessenen Höhe sein soll. Deswegen bringe ich das Band jetzt da auch an der Tür an. Let's go! The greatest feeling you can get in a gym, or the most satisfying feeling you can get in a gym, is the pump. The pump. So, Curls sind durch, jetzt ist nur noch eine Übung da. Es wird auch langsam schon hier dunkel im Schlafzimmer. Das Seitheben machen wir noch schnell und dann gibt es noch ein kurzes Fazit von mir. Channel for champions and chain no fear. Yup, the champ is here. Switch gears. We keep the hitters in the rear. At the blood, sweat, and tears, and my goal so near. I see my victory so clear. I see my victory so clear. Yo, das war's mit dem Workout. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Uhr geguckt. Dadurch, dass ich auch ja viel mit Kamera und Stativ umstellen und Lirum Larum schon rumgedaddelt habe, werde ich sicherlich länger gebraucht haben als man müsste. Also ich denke so, wenn man sich ranhält, trotz der vielen Wiederholungen, kann man das so in einer Stunde, Stunde 15 abhandeln, das Ganze. Und man braucht im Prinzip nicht viel. Also ich meine, klar, ab einem gewissen, Fortschritt braucht man halt schon dieses lilafarbene. Aber das habe ich jetzt im Prinzip nur bei den Romanian Deadlifts wirklich gebraucht. Also tendenziell könnte man die sogar, ich glaube, wenn man die beide zusammennimmt, die sind ja immer nahezu gleich lang. Wenn man die zusammennimmt, könnte man das auch mit den beiden machen. Und ich glaube, wenn man die zusammen bestellt, dann ist man so bei 30 Euro oder so. Und das ist, glaube ich, wirklich überschaubar. Und man kann damit wirklich eine ganze Menge machen. Ich habe mich da vorher nie mit auseinandergesetzt. Ich habe das wirklich immer nur, ich habe bisher immer nur das Rote gehabt. Und habe das dann so für irgendwelche Aufwärmübungen oder sonstigen Kram genutzt. Und dafür ist auch cool. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man auch tatsächlich mit diesen Dingern ein so komplettes Workout machen kann. Natürlich ist es im Powerlifting ein bisschen speziell, das hat Pascal ja auch schon gesagt, weil Powerlifting muss spezifisch sein. Also man muss ja eine Kniebeuge wettkampfkonform irgendwie ausführen können. Und das geht damit natürlich nicht, aber man kann zumindest dafür sorgen, den Körper so ein bisschen am Leben zu halten, sag ich mal. Ja, also die Muskeln so ein bisschen zu fordern. Und ich glaube, dass man damit auch tatsächlich Zuwächse machen kann, wenn man denn wirklich sinnvoll mit Plan trainiert und sich das aufschreibt. Dafür gibt es ja eben dieses Ding von kraftkörper.com. Wie gesagt, der Plan ist kostenlos, steht unten in der Beschreibung. Mega geil. Also wie gesagt, Stunde, Stunde 15, ich bin echt K.O., ich habe einen krassen Pump. Die vielen Wiederholungen fordern einen natürlich auch einiges ab. Und von daher, solange wir nicht ins Gym können, machen wir einfach das Beste aus der Situation, würde ich sagen. Klar, die einen oder anderen können sich ein Home-Gym zu Hause irgendwo noch hin organisieren, Geld ausgeben, Räumlichkeiten schaffen, etc. pp. Ist auch geil, wenn man das kann. Wenn ich es könnte, würde ich es auch machen, aber ich habe A, den Raum nicht und B, will ich dafür auch aktuell gar nicht das Geld ausgeben, weil ich kann es mir halt so irgendwie organisieren. Und von daher würde ich sagen, schaut man einfach, dass man ein bisschen aktiv bleibt und das Beste draus macht. Und wenn ich die anderen Tage auch noch abfilmen soll, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene es gibt, also es sind jetzt auf jeden Fall zwei verschiedene, die ich bisher gemacht habe. Ich glaube, es gibt 4 oder 6 verschiedene, ich bin nicht ganz sicher, ich werde es erfahren und rausfinden. Aber wenn ich die anderen Tage auch noch abfilmen soll, schreibt es mir auf jeden Fall mal rein. Und ansonsten bin ich auch dankbar für andere Videoideen jetzt in der Zeit, da ich natürlich nicht so richtig rauskomme. Aber gut, das Schicksal kennen wir alle. Von daher, schaut euch doch einfach ein paar alte Videos von mir an. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abo, wenn ihr wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und in diesem Sinne sage ich besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.
for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out of Spain to be in my domain, all the bitch.